Ja, moinsen zusammen und herzlich willkommen zurück zum nächsten Iron Man Pod. Wow, geil, oder? Leute, es geht weiter mit unserem Beastmaster Hunter. Wir brauchen noch ein Level. Ein Level, dann geht's weiter zum nächsten Gebiet hier. Vorgebirge des Hügellandes und da rocken wir dann alles weg. Würde ich mal so behaupten. Keine Ahnung mehr, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. unfaire Methoden ist gleich ausgewählt, ist glaube ich auch hier unser Bereich. Wir legen gleich los, wir stürzen uns einfach jetzt erstmal rein. Ich habe keine Ahnung mehr, zwar über 2 Wochen nicht mehr gespielt. Scheiß drauf. Iron Man Challenge. Ziemlich einfach geworden, in großen Anführungszeichen. Denn, ja, also als Hunter war es sowieso relativ einfach immer, gebe ich auch zu. Ist auch in Ordnung. Ich meine, es ist ja immer noch meine erste Iron Man Challenge. Ja, ich habe noch nicht irgendeine andere gemacht, außer nebenbei halt meinen Krieger. Und das war so räudig, dass ich gesagt habe, jetzt brauche ich für eine Aufnahme erstmal eine einfache und wir gucken einfach, wie gesagt, wie weit wir kommen. Jetzt mit Legion ist es halt einfacher geworden. Denn wir konnten ja nicht drumherum oder wir kamen nicht drumherum. Wir haben ja ein Spec gekriegt, aber ihr seht, ich habe nichts ausgewählt. Nein, 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 tue ich nicht. Nein, nein, nein. Und ich bin in keiner Gilde. Das sind nur mal so kleine Infos, wieso, weshalb, warum das ein bisschen schwerer ist, diese Iron Man Challenge. Weil man früher halt auch kein Spec haben durfte. Das heißt, die ganzen Fähigkeiten, die wir jetzt kriegen, die in unserem Spec, die hatten wir früher nicht, als wir gestartet haben. Aber es soll uns nicht aufhalten, ne? Wir werden uns hier trotzdem durchquesten und durchhangeln bis zum Vergasen. Und informiert habe ich mich überhaupt noch nicht, was mit. Ich sag, ich gehe mal in die Zukunft und sage, was ist, wenn wir 100 werden? Ja, was ist, wenn wir das schaffen sollten? Was ist mit der Artefaktwaffe? Dürfen wir ja gar nicht tragen, denn wir dürfen ja nur weiße und graue Sachen tragen. Keine Ahnung. Ich habe kein. Ey, Leute. Das ist so weit in der Zukunft. Scheiß drauf, das werden wir dann sehen. Und von daher. Scheiß drauf. Und ja, gut. Das erstmal dazu. Ich hoffe, ihr habt schön 2 Wochen Legion gesuchtet. Ich durfte es, ich konnte es. Und es hat echt extrem viel Fun gemacht. Ganz besonders, weil die Leute auch Ich dabei bin waren. Die von haben dem auch alle gezockt. Verlassenen. Der Man war dunkle nie Festung alleine. schütze euch. Von daher. Ja. Es war geil, auch mal 2 Wochen lang einfach nur durchzusuchten. von daher hoffe ich, dass ihr genauso viel Spaß hattet in den letzten 2 Wochen. Auch wenn ihr nicht durchgesuchtet habt, wenn ihr arbeiten musstet. Okay, ich muss jetzt auch wieder hin. Es ist räudig, ich habe auch keinen Bock im Moment. Aber der Alltag muss natürlich wieder die Oberhand oder die Überhand, Oberhand nehmen. Oberhand bekommen, Oberwasser kriegen, keine Ahnung. Ich kenne das Sprichwort einfach nicht mehr. So, wir müssen hier noch ein paar Spinnen töten. Darauf gehen wir, glaube ich, gar nicht mehr so drauf ein. Wir haben jetzt graue Quests. Ich will nur noch die Erfahrungspunkte von der Quest bekommen, an sich. Von daher, was haben wir denn hier? Da unten 1300, das ist ausreichend. Denn wir gehen ja an sich ein bisschen taktischer vor, ne? Wir sind jetzt ein höheres Level, was gar nicht mehr zu diesem Gebiet hier passt. Aber wir kriegen halt noch Erfahrungspunkte. Und diese greifen wir uns. Das sind geschenkte Erfahrungspunkte. Die sollten wir definitiv mitnehmen. Da ich hab echt keinen Plan, wie es wird auf den höheren Stufen. Ja? Wie schwer es wird. Wie gewaltig die Bosse zuhauen. Wie lange mein Pet durchhält in dieser Hinsicht. Ja? Ne? Keine Erfahrung in der Iron Man Challenge. Das meinte ich ja damit, dass es unsere erste ist. Und wir tasten uns da langsam vor. Und wenn wir es halt auf Nummer sicher gehen. Ne? Ich möchte so weit kommen, wie es einfach nur geht. Ey, ich kann hier nicht looten. Doch, jetzt. Sehr schön. Bam. Frei. Boah, ey, greif dir nicht an. Das sind unsere Kumpels. Es ist so, dass die Seefahrer hier, die wir befreit haben, sich leider hier verlaufen haben und gefangen genommen wurden. So gesehen zum Fressen gern haben nämlich die Spinnen unsere Leute. Und die müssen wir natürlich befreien. Und gleichzeitig rotten wir mal ein bisschen die Spinnenplage hier aus, damit wir uns hier frei bewegen können. Wahrscheinlich geht es auch um diese Erzmine, dass wir hier Rohstoffe sammeln können. Haben wir jetzt schon 12? Nö. 10, 11,
sauber. Ich glaube, hier war auch ein Rabob drin, oder? Wir gehen einfach mal rein und gucken. Ich bin gespannt. Oder lief der draußen rum? Oh Gott, Leute, ist das lange her. Wir gucken jetzt einfach mal. Wir können die Quest abgeben. Wir kriegen eine neue, das ist sie doch. Tödlich. Tötet die Netzsucher-Matriarchin. Und wo soll die sein? Draußen, ne? Ne, drinne. Ja. Ha. Ich wusste es doch. Irgendwie kann man sich doch an alles mal dran erinnern. Und von der Spielweise her... Von der Spielweise her zum Beastmaster Hunter eigentlich easy going. Wir haben ein Pet. Später natürlich bei 110. Alter, zwei Pets. Richtig nice. Und dann haben wir noch Alpha-Tier. Da können wir noch ein zweites Pet dazu rufen, was für uns kämpft. Und die Gegner hier platt macht ohne Ende. Ich rufe das jetzt mal. Bam, da ist es. Oh, ein Wildschwein. Yeah, es ändert sich auch. Finde ich richtig geil gemacht. Ist ein bisschen Abwechslung drin. Und ey, wer spinnt uns denn ein? Habt ihr das gerade gesehen? Irgendjemand hat uns eingesponnen. Junge. Und ja, wir kommen nicht drum rum. Ich muss einfach über Legion reden. Ich habe ja jetzt auch die ersten zwei Parts von unserem Demon Hunter aufgenommen. Richtig geil, die Anfangsquest. War ziemlich schnell vorbei, muss ich zugeben. Und vom Krieger her, das ist ja sozusagen derjenige zum Vergleich, als Tank natürlich waren wir nicht so schnell unterwegs. So, oh, Alter, stellt euch mal vor, so ein Vieh habt ihr in eurem Schlafzimmer oder so. Zum Kotzen. Ehrlich, Alter. Hätte ich ja überhaupt keinen Bock drauf. Okay, ich müsste hier auch, glaube ich, die ganze Zeit sauber machen. Sonst könnte ich hier gar nicht drin, ne, schlafen. Wir haben, glaube ich, alle befreit, ne? Wir sind durch. Jetzt müssen wir noch den Waldemar befreien. Nee, töten. Wir müssen ihn töten, nicht befreien. Oh, Leute. Der Arme. Der weiß gar nicht, auf was er sich da eingelassen hat. Wir müssen den mit einem Pinguin oder sowas füttern, oder? Käfig mit mutierten Buschhuhn. Okay, Buschhuhn. Wir müssen ihn nicht retten, sondern töten. Wir haben keinen Pinguin, sondern einen Buschhuhn. Was ist denn bloß los, ey? Kein Plan, ey. Es kommt davon, wenn man so viel redet den ganzen Tag, ne? Dann hat man irgendwann irgendwie Knoten in der Zunge oder sowas. Komm ich nicht drauf klar gerade. So, weiter geht's. Also, wo waren wir? Bei Legion, ne? Wir kommen einfach nicht drum rum. Ich muss darüber reden. Ich will das loswerden. Das, was diese ganzen Eindrücke, alles, was da passiert ist. Und deswegen solltet ihr euch auf jeden Fall den Demon Hunter angucken. Bin da ein bisschen drauf eingegangen. Warte, gehst du. Oh nein, nicht angreifen. Kann ich den jetzt nicht hinlegen? Warte. Kein Ziel. Warte. Jetzt. Nein, mich nicht angreifen. Nicht. Papok. Geh auf das Ding. Ja. Ja. Es ist in seinen Mund gesprungen. Okay, jetzt kommt. Nice mit einem Schuss, Alter. One-Shot-Mechaniken. Digga. Kein Movement, Mann. Bist wohl dringend stehen geblieben, Alter. Das Vieh ist in seinen Mund gesprungen. Wie krass ist das denn? Selbstmordattentäter, Alter. Das Buschhuhn, ey. Junge. Oh Mann. Da war ich überhaupt nicht drauf vorbereitet. Also wie gesagt, als kleiner Tipp, guckt euch den Dämon Hunter an, da bin ich ein bisschen drauf eingegangen. Und ihr seht die ganzen Eindrücke, diese gewaltigen raus damit. Gegenden, nenne ich es jetzt mal, ist das Grün, ja. Für die Haut. Dann die Mucke dahinter, das ist einfach so geil. Ich kann mich da stundenlang aufhalten, einfach nur durch in der Gegend da rumlaufen. Das ist einfach richtig. Nur nice. So, die Waffe können wir auch nicht Sieg nutzen. Toll. Wir kriegen einfach nichts Vernünftiges. Haben wir hier überhaupt jemanden, der uns Sachen verkauft? Ich glaube, wir waren das letzte Mal schon am Suchen. Gemischt Waren brauchen wir überhaupt nicht. Was, ne, braucht ihr? Lol. Toll. Aber wir können ein bisschen Sachen verkaufen. So, weg sind sie. Gut, okay. Wir kriegen eine neue Quest von unserer Kapitänin. Liefert das Empfehlungsschreiben des Admirals bei Fürsten Sylvanas Windläufer bei der Kommandozentrale der Verlassenen im Silberwald ab. Alles klar.
Machen wir. Das heißt, wir müssen einmal komplett zurücklaufen. Und in dieser Zeit quatsche ich euch einfach nochmal ein bisschen voll. Freut ihr euch auch drauf? Kommt, nein, wir fliegen hoch, Leute. Wir fliegen hoch, keine Panik. Und wer seid ihr? Ich kann hier nicht ranzoomen. Boah, fuck. Schon dran gewöhnt wie ein Legion, ey. Schön ranzoomen und gucken, welcher Flugplatz jetzt unbedingt der bessere ist und sowas. Ja. Die Mechaniken. Oh. Das wird uns, glaube ich, auch in der nächsten Zeit einfach noch begleiten, dass ich diesen Unterschied nicht, ja, ne, das, was ich in Legion mache, zum Beispiel auch am Anfang in Legion, habe ich immer, sobald ich aufgemontet habe, habe ich Leertaste gedrückt, einfach um zu starten, ja. Und jetzt ist es schon so weit, dass ich in OG stehe und nicht fliege, sondern reite. Ist schon krank, oder? Ist schon ein bisschen krank. Sind wir denn nicht Sklaven dieser Folter? So, meine Hübsche. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Nein, wir auch nicht. So, erweckt 15 Verlassene, indem ihr Menschen auf der Insel Fenris tötet. Das machen wir. Also, beziehungsweise, wir gehen schon mal hin. Ich muss mal gucken, wie viel Zeit wir noch dann haben. Wir kriegen eine Walküre zur Rechten, ja. Und zur Linken haben wir Schnapp, Schnapp. Und wen haben wir hier? Ach ja, unser Fledermäuschen. Oh, meine Süße. Ja. Nice. Wir haben auch tolle kleine Tierchen bekommen. Warte mal. Ich muss mal gucken, ob wir den nicht lieber rufen. Nee, falsch. Oh. Da ist das Aschenbär-Junges. Das haben wir gekriegt, aber das ist nicht so süß. Oh nein, wie hieß denn der? Urelch, Oh nein, Leute, ich muss noch mal gucken, wie er hieß, wie er wirklich hieß. Der war so süß, das ist ein kleiner Elch, ey. Welpe, Urelch, Welpe oder sowas. Urwelpe, ich gebe mal Welpe ein, vielleicht kriegen wir das dann. Welpe, oh, hier haben wir einige Welpen, ne? Oh nein, da ist er nicht bei. Ohne Spaß, Leute, ich werde versuchen, den zu finden und beim nächsten Mal, dann haben wir den auch definitiv am Start. So, wir fangen schon einfach mal an, ne? Wir rotzen hier einfach mal alle weg. Oh, die können aber schon ein bisschen mehr aushalten. Hey, komm mir nicht schon nah, Junge. So, ja, nice. Habt ihr die schon wieder belebt? Ja, ne? Ja, hat sie. Wir fangen einfach an, wir klatschen hier nochmal schnell alles weg und können dann im nächsten Part diese Quest beenden. Ich glaube nicht, dass wir das jetzt schon so schnell schaffen, obwohl unsere Tiere natürlich ordentlich Damage machen, Alter. Heavy. So, wir gehen einfach mal rein. Wir sehen es ja, wie weit wir kommen. Ich werde wieder so um die 15 Minuten aufnehmen. Ey, verlangsamen. Genau, schnapp, schnapp. Du hast es im Blick, du bist der Beste. Ja, ich habe echt Panik, ne? Wir kriegen dann doch schon ein paar Schellen rein, sobald sie da sind. Und das muss echt nicht sein. Wir müssen jetzt hier nicht verrecken, nur weil wir einmal nicht vernünftig schießen konnten. Boah, wie sie teilweise explodieren, ne? Oh, bist du schnell? Ja. Nice. Hey, sind sie da? Gut. Also unser erschütternder Schuss, der macht auch schon ein bisschen schön die langsam. Da bis dahin ist Schnappschnapp da, der macht die kaputt und so. Und so sollten wir das auch definitiv beibehalten. Das müssen wir echt angewöhnen. Also ich würde sagen, wir machen sie doch fertig, weil dann können wir nämlich von dieser Insel hier wieder runter und nicht hier mal kurz in die, mal kurz hier in der Ecke uns Schutz suchen und dann beim nächsten Mal starten, sind wir schon fast tot. Was ist mit dir? Walküre. Party ist hier vorne angesagt. Und nicht da hinten. Nice. So, 14 haben wir schon. Der 15. folgt zugleich. Ich hoffe, hier drin ist noch jemand. Hallo. Ey, hier ist jetzt keiner? Oh nein. Ist das euer Ernest? Ernest. Na toll, Alter. Jetzt müssen wir nochmal rauslaufen. Fuck. Schnell. Den.
Tötet ihn. Jawollo. Nice. Und jetzt müssen wir nämlich hier hoch. Findet den Anführer der Flüchtlinge in... Oh, ei. Ja, es ist nicht dein Ernst. Jetzt ist er da, oder was? Annehmen. Boah, wir haben einfach beinahe reingelaufen, ey. Schnapp, du bist noch fit, ne? Jetzt sind hier nämlich kompletter Respawn jetzt. Oder die kommen erst, wenn man diese Quest fertig hat. Das kann auch natürlich gut sein. So, da ist noch einer. Wachschutz. Aber Schnappschnapp ist ja schon dran. Und sie verängstigt die ja auch, ne? Schön vier reingeballert. Hilft immer. So, was haben wir hier? Hunde, Digga. Hunde, wir machen die platt. Ey, Schnappschnapp. Heilung aktiviert. So. Wie schaut's aus? Oh ja. Yeah. Okay, ich kann nicht mehr lenken. Wir hören dir jetzt zu. Ist aber nicht vertont, ne? Muss ich jetzt alles vorlesen? Ich weiß es nicht. Die Verlassenen haben unsere Verteidigung durchbrochen, Magistrat. Eure Zeit ist abgelaufen. Es muss eine Entscheidung getroffen werden. Sterbt im Kampf und erwacht als Diener der Verlassenen wieder. Oder trinkt von meinem Blut und werdet als gegen die Verderbtheit der Verlassenen Muna worgen. Helft uns, die Verlassenen zu vernichten und Lordaeron für die Allianz zurückzuerobern. Wir würden lieber sterben, als uns im Worgen verwandeln zu lassen. Doch angesichts dessen, dass nicht einmal der Tod für eine Erleichterung der Grausamkeit des Krieges sorgt, wir wählen Vergeltung. Gluck, 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 gluck. Oh shit. Digga, oh shit. Lauft. Nimm mich mit. Sie muss den dicken, fetten Tauren schleppen, Alter. Nein, nein. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ah, wir kriegen jetzt keine Leben abgezogen, ne? Boah, Alter. Habt ihr das gehört? Heavy, Alter, wie sauer die sind. Oh Mann. Ja, das ist ja alles gut, dass wir das jetzt hinter uns gebracht haben. Also, wir haben jetzt auch schon fast, ne? Noch 31%, dann sind wir schon Stufe 20, dann geht's ins nächste Gebiet. Das ist doch schon mal schlecht, ey. Wir kommen voran. Wir kommen langsam, aber stetig und sicher. Wohlgemerkt, das ist, glaube ich, das Wichtigste bei der Ironman Challenge, dass wir sicher vorankommen. Auch wenn wir jetzt gleich in ein 20er Gebiet kommen, wo die Gegner halt genauso stark sind wie wir, aber vorher gucken wir mal, dass wir neue Kleidung uns holen. Ein bisschen, wir können das ja immer noch, das habe ich ja immer noch nicht gemacht, wir können uns ja jetzt schon Kette kaufen, obwohl wir nicht 40 sind. Das ist ja mit Legion jetzt so weit gekommen. Und das sollten wir definitiv noch unten ändern. Aber das machen wir dann im nächsten Part, beziehungsweise dann erst, wenn wir 20 sind. So, Sylvanas, wir kriegen hier was Tolles. Begleitet Fürstin Sylvanas Windläufer zum Grabmal. Das machen wir im nächsten Part. Denn das dauert mir jetzt ein bisschen dann doch zu lange für diese Folge. Wir haben jetzt schon 18 Minuten um. Und von daher sehen wir im nächsten Part, wie wir gemeinsam mit der Benji-Königin zum nächsten Punkt reiten. Sie folgt uns, beziehungsweise wir folgen ihr. Und sie erzählt uns ihre Geschichte. Ich bin gespannt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Woche. Macht es gut. Bis bald.